Willkommen beim Orden. Ich hatte etwas anderes erwartet. So soll es sein. Diese Dämonen sind unter uns, Dante. Sie versklaven die Menschheit. Die Welt schläft, indoktriniert und hilflos. Wir kämpfen dagegen an. Wir sind eine kleine Gruppe Rebellen. Wir verteidigen die Welt gegen die Dämonen. Verteidigen? Ihr habt keine Chance. Wir überlassen nichts dem Zufall. Wir haben massig Informationen über die Dämonen und ihre Helfer gesammelt. Politiker, Banker, Popstars. Wir können sie treffen, wo es wehtut. Unglaublich. Dante, du bist es wirklich. Du erinnerst dich nicht an mich? Nein. Was weißt du noch von deiner Kindheit? Ah, sehr wenig. Hatte eine Hirnhautentzündung, als ich 7 war. Die hat meine Erinnerungen ausgelöscht. Warum? Mir sagten sie, ich hätte Gedächtnisschwund wegen eines Autounfalls. Alter, 7. Ja, na und? Hirnhautentzündung kriegen nur Menschen. Du bist kein Mensch, Dante. Im Krieg versucht man, den Feind zu täuschen, und du wurdest getäuscht. Deine Vergangenheit wurde nicht ohne Grund verschleiert. Jetzt mal langsam, wer bist du eigentlich? Ich heiße Virgil. Ich habe den Orden geschaffen, um die Dämonen zu bekämpfen. Reichen Schwerter und Kugeln denn nicht? Solche Waffen gewinnen Kämpfe, keinen Krieg. Natürlich nutzen wir Gewalt, doch wir nutzen auch Informationen, Politik, Propaganda. Und ihr denkt wirklich, dass ihr etwas ausrichten könnt? Ausrichten? Wenn wir zusammenarbeiten, glaube ich, können wir sie besiegen. Also darum geht es hier. Ich soll euch helfen, die Dämonen zu bekämpfen, um die Welt zu retten. Hattest du dein Leben schon anders geplant? Naja, ihr scheint ja wirklich nett zu sein, aber ich bin eher ein Einzelgänger, arbeite alleine, vertraue niemandem, sowas in der Art. Ich glaube, du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Wenn du jetzt gehst, kann ich dich natürlich nicht aufhalten. Aber das wäre ein mächtiger Fehler. Nicht nur für dich selbst, für die Menschheit. Für die Menschheit? Ja. Warum sollte die mich interessieren? Lass mich dir bitte noch etwas zeigen. Was willst du mir zeigen? Wer du wirklich bist. Das war dein Zuhause. Daran erinnere ich mich nicht. Aber bald. Cat, öffne das Tor. Was machst du da? Unsere Welt und der Limbus liegen sehr nah aneinander. Sie berühren sich an manchen Orten, die wir als Spalte bezeichnen. Hier, in den Spalten, können wir Tore zum und aus dem Limbus öffnen. Oh, stinkt ganz schön. Was ist in der Dose? Eine Mischung, die ich nach einem alten Wicker-Rezept gefertigt habe. Meersalz, Haifischöl, Eisenspäne, getrocknetes Eichhörnchensperma, Wolfshaar. Sehr lecker. Geh schon. Das Haus birgt Geheimnisse. Ich kenne meine. Du bist dran. Wie komme ich wieder zurück? Wir kümmern uns drum. Aber pass auf, kann gefährlich werden. Gefährlich gefällt mir. Ob das wirklich klappt? Es scheint ihm alles egal zu sein. Er ist unreif. Wie du, als ich dich gefunden habe.
Okay, willkommen in einer neuen Folge Devil May Cry. Also das sieht mal beeindruckend aus. Was auch immer. Okay, das bringt nichts. Das bringt ein bisschen Kohle. Sollen wir das Kohle nennen? Keine Ahnung. Aber eins weiß ich. Also diesmal ins mein Heim. Na dann, zeig mal deine Geheimnisse. So gut. Mal schauen, was für Geheimnisse verbirgt. Ja. Okay, wir kommen zurück, also. Okay. Was ist das für ein abgefuckter Ort? Okay. Double Jump bringt uns hier nicht weiter. Gut. Diese Tür da geht sicher nicht auf. Nee. Es wurde einfach gedoppelt. Also, diese Säule und diese Säule sind die gleichen, nur spiegelverkehrt. Gut. Kann man auch machen. Okay. Schneller kann er nicht laufen. Gut. Wir kriegen einen Schlüssel. Okay, und weiter geht's. Nein! Und. Aber. Komm auch von da. Da drüben hin. Nichts Besonderes. Gut, da rein. Neue Gegenstand gefunden. Kofferschlüssel. Ermöglicht es dann der Kupfertür zu öffnen. Verdammt. Und wo ist diese Kupfertür? Okay, die können mit der Knarre abgeschossen werden. Gut. Nicht so wie die verlorenen Seelen. Oder wie die hier genannt wurden. Also geht es nur noch hier entlang. Die heilige Statue. Verbesserungen. Rebellion, dann... Wollten wir... wir haben zwei, also... Wir haben Stachel, können wir? Stachel... Was ist ein Stich? Oder Trieb? In dem Trieb. Dann sehen wir weiter. Okay. Nicht schlecht, so kriegen wir einen zweiten. Dann, also Fernangriff. Okay.
diesen Ort erinnere ich mich. Schick, schick. Und wer zum Teufel bist du? Sparda. Sparda? Sohn des Sparda. Mein Vater? Na toll. Und Angriff. Als nächstes dran. Oh! Zäher Typ! Au! Von dir. Okay. Ah. Nach seinem Angriff können wir. Was willst du mir zeigen? Okay, okay. Was ist das? Ah, der Weg wurde versperrt. Da bröckelt es langsam ab, also muss es gleich möglich sein. Bader. Scheiße. Hohohoho. Neue Waffe freigeschaltet. Arbiter? Arbiter? Eine dämonische Axt, die schwer zu schwingen ist, aber dafür viel Schaden anrichten kann. Auf dem Boden, Bodenteil und Beben. In der Luft, Luftschwung und Fall. Drücke I plus Dingens oder F, um Arbitenangriff auszuführen. Gut. Ich drücke F. Und doch nicht so zäh. Ah. Nächste bitte. Au. Okay, Schild weg und du. Ja.
Weg mit dir. Oh, dort ist eine verfluchte Seele. Eine verlorene Seele. Wer ist da? Okay. Gerade noch so geschafft. Okay. Oh. Warte, es geht weiter nach unten. So geht's auch. Also, Das ist schön, mit mir, was ich gekommen bin. Okay, das hat gerade sehr verdächtig nach etwas ausgesehen, also dachte ich mir. Ah, von da. Aha, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Au! Das Unwürdige. Hopp, noch mehr. Noch mehr. Sehr gut. Und wechseln wir. Hier entlang, Danze. Okay. Du erwischst mich nie. Danze. Habe ich was an den Ohren? Okay, gut. Doch brechende leuchtend rote Risse mit Abriss. Avatar. Sorry. Gut, also weiter geht's. Okay, vielleicht hilft das hier. Passiert nichts. Gut, weiter geht's. Na, komm. Au! Schubst! Na, und weg mit dir. Das war ich. Daran erinnere ich mich. Lass mich dir bitte noch etwas zeigen.
Wo bin ich? Träume ich etwa? Gute Frage. Scheiße. Neue Fertigkeit freigeschalten. Opion, Dämonenanker. Indem du die Opion-Peitsche auswirfst, kannst du Gegner oder Gegenstände ergreifen und sie zu Dante hinziehen. Gut. Boden und Luft. Dämonenanker. Gut. Okay, ich dachte zwar, wir würden uns selber rüberschwingen, aber okay. Gut, und jetzt hier und hier rüber. Gut. Ah ja. Okay. So geht's auch. Nett. Ups, falsch. Komm jetzt raus! Aha, okay, gut. Komm schon her! Gerade simpelig. Aber so mögen wir es ja nicht wahr, Leute. Okay. Und jetzt? Okay, was hast du noch zu bieten? Gut, liebe Leute, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.